Und falls ihr gerade im Hintergrund irgendwas hört, unsere Waschmaschine läuft, das ist ziemlich laut. Kann sein, dass ihr was hört, kann sein, dass ihr nichts hört, aber ich habe gerade die Vibration im Boden gespürt. Seems like a good place Deswegen to dachte ich talk. mal auch, ich sollte das vielleicht mal I erwähnen. see they're letting even istic mercenaries in these days. Ja, hi. Okay, du willst kein Gespräch, das passt. Authority. Willst du mit mir reden? Well, they know. Leave me alone. The watch must remain undisturbed. Du hast ja gerade zugegeben, dass du das überhaupt nicht leiden kannst, diesen Job. Oh, ich will dann diese Truhe. Und jetzt sagst du, ihr wollt alle nicht gestört werden. Verdammt, er sieht uns, wenn wir das machen. Können wir dann in die Ecke gehen? Oder sieht uns nicht? Oh. Oh. Das könnte klappen. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Hau ab. Alle hauen ab. Ihr habt euer Bewachen nicht sehr gut gemacht, wenn wir uns da einfach hinschleichen konnten. Wohin führt das hier überhaupt? Da ist noch eine Truhe. Sehen die das, wenn wir hier was machen? Oh nein. Können wir einfach klauen. Absolut kein Problem. Da ist auch noch eine. Hier ist auch kein Problem, oder? Ah, doch. Hä? Ich will kein Taschendiebstahl an meinen Freunden machen, danke. Hatte ich jetzt nicht unbedingt vor. Eine Tür. Pelzwand. Oh, sollten wir da schon rausgehen? Wir waren noch nicht im anderen Bereich. Ach komm, wir gehen da raus. Ich speichere ab. Zur Not können wir zurückspulen, ja? Falls wir einen Weg gegangen sind, wo wir nicht mehr zurückkommen. Ich habe ein bisschen Angst in dem Spiel, dass ich irgendwo lang gehe und auf einmal einen ganzen Haufen verpasse. Weil ich da noch nicht hätte lang gehen sollen. Okay, wir sind draußen. Wir sind beim Abgrund. Hier kann man anscheinend nicht hoch. Was genau kann ich hier machen? Da könnte ich hoch. Was genau? Ich lasse die anderen mal da, falls ich zurückkommen muss. Ich möchte sehen. Was ist hier oben bitte? Wo bin ich? Oh, eine Truhe. Und sind wir wieder draußen? Moment, wo sind wir? Ach, wir sind wieder hier. Oh. Und wenn ich hier lang gehe, wo komme ich dann hin? Also oben wären wir wieder am Anfang des Tempels. Da wollen wir ja nicht hin. Wo komme ich hier hin? Wo sind wir denn? Ach, hier sind wir. Ach, schade. Ich dachte, irgendwie wäre das jetzt ein cooler Geheimort, den ich gefunden habe. Nein, wir sind einfach da, wo wir am Anfang waren. Denn eben nicht. Dann gehe ich wieder zurück. Und ich dachte, ich habe hier was Cooles entdeckt. Schade. Was genau bewachen die denn hier? Eine komische Hintertür, wo sowieso niemand lang gehen wird? Gut, man weiß nie, ob sich Feinde anschleichen, aber dennoch. So, alle wieder zusammen und rein da. Dann gehen wir zur anderen Seite. Da war ja auch noch ein Weg. Wir haben ja mit dem Händler geredet und ausgeraubt, was wir konnten. Vielleicht können wir nachher noch den Händler ausrauben. Ich hoffe, wir könnten. Ich bin mir unsicher, ob wir da irgendwie rankommen, weil sie steht halt direkt davor. Das ist ein bisschen schwieriger und hier stehen allgemein so viele vor. Wir könnten doch mal gucken, wie das mit dem Verstecken aussieht. Ob wir daran könnten oder nicht. Ich glaube aber nicht, weil die beiden stehen halt einfach so komisch davor. Aber die bewegen sich auch die ganze Zeit. Also möglich wäre es eventuell. Wir gehen mal mit Astarion. Hier in die Ecke. Kann sie sich umdrehen? Das wäre nett. Können wir mit ihr... mit ihr reden und dann auf Astarion gehen? Ohne in der... Charakterauswahl. Ich würde Astarion. Ach, wir können jemanden tatsächlich einsperren. Nice. Ich wusste nicht, ob das wirklich geht. Können wir das mit den anderen auch machen? Dass wir mit denen einmal sprechen. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil das Gespräch bei denen dann aufhört. Ja, das hört bei denen auf. Nein, zu ihr wollte ich nicht. So, ich will einmal gucken. Können die beiden bitte weggehen? Ihr seid mein größtes Problem gerade. Dreh dich um! Was machen die da überhaupt? Warum laufen die da so komisch rum?
Okay. Ich wäre theoretisch unsichtbar genug. Und ich wurde gerade entdeckt. Ach, geh doch weg. Guck mich doch nicht immer an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's. Es hat funktioniert. Don't linger. Es hat funktioniert. Lass uns gehen. Wir gehen. Tschüss, ich hab gerade zu viel zu tun. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ich hab's geschafft, auszurauben. Ich hätte vielleicht auch den Händler ausrauben können, aber ich wollte es nicht zu übertreiben. Wäre vielleicht nicht so gut gewesen. War hier jetzt auch so viel zum Ausrauben? Wir machen es erstmal nicht. Wir warten. Captain Therizin will be even more irate than usual. Wieso? Wir wurden doch reingelassen. Stellt euch alle mal nicht so an, hier Besuch zu haben, okay? An Istik allowed to soil our halls. Ja. Sie sieht der Typ aus wie Jack Sparrow. Was Hölle? Er hat bitte noch andere Haare. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh, hallo. Wir hören einfach zu. Please, Chitrai, I can explain. The latest batch of cultists knew nothing of the astral prism. They were just trying to find Moonrise. They all head there. My Gish have drafted plans to assault the tower. They are ready to fight. Chitrai, we could sift the missing artifact from the tower's ashes if you would give us... Quiet. Find the astral prism, Therizin. My patience falters. Yes, Chitrai. You heard him. Go! Do as she says. She remains your Kithrak. For now. Aha. Die Tür geht also zu, wenn man so einen Diamanten da rausnimmt. So ein Juwel. Oh Gott. Eine Horde! Aber aus dem Weg, Leute. Aus dem Weg. Ich weiß nicht, ob wir da hätten zuhören sollen. Das klang nicht so, als ob wir es hätten sollen. Bevor wir zu diesen furchtbar einladenden Wölfen gehen, gehe ich lieber zu der Person, die hier steht. Der jüngeren Gnurel. I'm not here. Speak to the captain. Let's see how well she handles this. Du kannst nicht sagen, du bist nicht hier, denn ich sehe dich, okay? Ich sehe dich hier stehen mit meinen eigenen Augen. Außerdem, deine Rüstung gefällt mir. Das ist Magierrüstung, oder? Würde ich dir gerne abknüpfen, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich gerne. Sieht hübsch aus. Achso, wir hatten das ja schon mal. Schattenhals hat ja Angst vor Wölfen. Schattenhals, alles ist gut, okay? Wir sind hier bei dir. Vorrecht der Inquisition, die Erinnerung. Eine Steinscheibe mit eingeritzten Githyanki-Runen. Unter ihnen steht eine Übersetzung in die Geheimsprache. Therizin, es würde sich für euch geziemen, euch in Erinnerung zu rufen, dass eine Missachtung der Regeln Hochverrat bedeutet. Sei es nun durch euch oder ein anderes Mitglied der Krippe, Yelek. Yelek? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Glaubt nicht, dass mir eure Verachtung nicht bewusst ist. Ich bin die Augen unserer Königin und ich sehe alles. Die Inquisition wird wie gehabt fortgesetzt, bis unser Auftrag abgeschlossen wird und die Waffe gefunden ist. Wie es der Königin mir befohlen hat, Inquisitor Vargas. Wir haben die Waffe, oder? Ich meine, wir haben ja dieses Astralprisma. Darum geht's doch hier, oder nicht? Dann müssen wir gleich ein auf Nichts ist hier los tun, weil wenn wir jetzt mit der Kommandanten reden, ich habe ein bisschen Angst. Die wurde ja gerade so angepumpt, dass sie es finden soll. An Istik in my crash. Ja, hallo. You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. The Istik is with me, honored Kithrak. So noted. But my question goes unanswered. Do you bring the weapon? Nein. Wenn die Waffe unser Prisma ist, dann nein. Hatte ich auch nicht vor, denn wir brauchen das. Und ich traue den Githyanki nicht. Ich glaube, ich habe, was ihr sucht. Ich ersuche eine Audienz bei eurem Inquisitor. Unter euch ist ein Verräter. Ich wurde von euren Wachen vorgelassen. Ich soll mich beim Inquisitor melden. Beschreibt mir die Waffe, die ihr sucht. Es ist ein Gedankenschirm der Invasion im Gange. Warum ist das nicht eure Priorität? Natürlich habe ich eine Waffe. Wollt ihr euer Blut darauf sehen? Oh Gott, nein. Wir versuchen abzulenken und zu sagen, dass ein Verräter unter euch ist. She speaks the truth, Kithrak. Außerdem steht Lazelle die neue Rüstung übrigens. Whom would you accuse? Euren Arzt. Ja, euren Arzt. The Gustil. Auf jeden Fall. A strong accusation from the mouth of an Istik.
The very same said to hold the weapon we see. Moment, woher weißt du das? Du hast doch gar keinen Beweis. Give it to me. Moment, du hast doch gar keinen Beweis. Nein, woher weiß sie das plötzlich? Then I will take it from your core. Wow, woher weiß sie das plötzlich? Warum müssen wir jetzt kämpfen? Woher weiß sie das? Wir haben doch gar nichts angedeutet und wir riechen nicht danach. Woher weiß sie, dass wir das haben? Ich verstehe nicht. Woher weiß sie das? Das hätte sie nicht wissen dürfen. Hör auf, Fehlschlag zu haben. Was soll das? Woher weiß sie, dass wir die Waffe haben? Das macht für mich absolut keinen Sinn. Das macht für mich wirklich keinen Sinn. Woher weiß sie das? Wie hat sie das? Wir riechen doch nicht danach. Wir riechen doch nicht nach... Ich verstehe nicht. Jetzt ruf doch nicht noch deine Wachen. Wir sind hier doch gerade in einem fairen Kampf, okay? Moment, hat sie gerade von uns allen die Waffe auf den Boden geworfen? Von uns allen? Oh mein Gott. Hör auf abzuhauen. Mädchen, warum hast du ab? Oh Gott. Können wir einen Trank benutzen? Wir können gar nichts machen. Warum haben wir denn die Option, mit ihr zu kämpfen, wenn wir sowieso nichts machen dürfen? Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Niemand hat eine Waffe außer mir. Und wir können nicht zaubern. Warum? Ich kann kein Zauber wirken im Umgang mit angelebten Stiefeln nicht geübt. Was? Oh, es ist eine mittlere Rüstung und ich habe nicht darauf geachtet. Ich habe unsere Stiefel verkauft. Doch, leg sie weg. Bitte. Was ist denn das? Ich bin Stiefel nicht geübt und deswegen kann ich keine... Das ist doch... Also... Jedes Mal passiert mir sowas. Warum habe ich das nicht genauer gelesen? Ach Mann. Ich war so beeindruckt davon, dass man Zauber wirken kann. Es ist doch klar, dass ich als Zauberer diese Stiefel will. Das macht doch Sinn. Warum sind sie denn nicht für Zauberer geeignet? Hör auf zu liegen. Du bist die Einzige, die eine Waffe hat. Ich bin sogar fast tot. Wir sind alle fast tot, außer die beiden. 50% unseres Teams sind schon tot fast. Was ist denn das? Und jetzt haben die auch immer noch Angst. Wo habt ihr denn Angst? Halt die Klappe. Du musst gleich deine Waffe wiederholen. Oh, wir werden sowas von sterben. Oh mein Gott, bitte. Bitte. Was ist das? Die sind doch alle... Die sind sogar eine Stufe unter uns. Nee, gar nicht. Die eine ist auch Stufe 6. Bin ich tot? Wann bin ich denn gestorben? Hör auf abzuhauen. Ich möchte gerne auch kämpfen. Wieso kann ich denn nicht... Ist das ein ätzender Kau... Ach, das ist doch unfair. Wir können nichts machen. Sie stirbt doch jetzt auch, oder? Und wir konnten nichts tun. Muss ich überhaupt warten, bis ich sterbe? Ich kann doch auch einfach ein Spiel laden. Ich habe doch gespeichert vorher. Das kann doch nicht wahr sein. Wir konnten nichts machen. Diesmal greifen wir sie direkt an. Und ich wechsle meine Stiefel vorher. Das mit den Stiefeln war mein Fehler. Aber der erste Angriff war, alle unsere Waffen sind weg. Und dann hauen plötzlich alle ab, weil sie durchgehend Angst haben. Was seid ihr alle für Feiglinge? Allesamt Feiglinge, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt wechsle ich aber als erstes meine Stiefel. Auch wenn ich jetzt keine habe, weil ich ja so blöd war und sie verkauft habe. Oder kann ich sie mit jemandem tauschen, der die Rüstung tragen kann? Schattenherz hat... Da steht auf jeden Fall nicht. Und jetzt, unsere Zauber sind auch wieder da. Okay. Kann Schattenherz sie denn tragen? Schattenherz kann sie tragen. Okay, das Problem haben wir gelöst. Wir müssen uns besser vorbereiten auf den Kampf. Die Stärke erhöhen können wir bei Lazelle machen. Können wir stacken, die Zaubertränke? Ich bin mir da nicht sicher. Das geht ja nicht in allen Spielen. Trink dies und du kannst nicht überrascht werden. Überraschen ist nicht das Problem. Angst ist das Problem. Die Trefferpunkte, die können wir auch bei Lazelle brauchen. Noch irgendwas? Den zusätzlichen Zaubertrank? Zauberplatz, meine ich. Den können wir auch gebrauchen. Wieso habe ich zwei Spinnenlehrers? Ich finde, da frag es gar nicht erst. So, wir holen uns auch einmal Hilfe. Wir haben einmal Kratzer. Astarion holt seinen kleinen Gefährten hier. Und zwar...
Was mit Bufox? Bufotoxin auf Gegner schleudern? Ja, wir holen einen Frosch, warum nicht? Astarion und ein kleiner Frosch, der ziemlich groß ist, okay. Das ist doch was Gutes. Du holst deine Waffe. Und jetzt nehmen wir die Zaubertränke einmal, bitte. Du nimmst einmal das und das. Und ja, wir reden gar nicht erst mit ihr. Wir greifen sie direkt an, würde ich sagen, oder? Ich meine, die ganze Krippe wird sowieso auf uns sauer sein, sobald wir hier den Kampf anfangen. Also wieso denn nicht Vorteil machen? Also einen Vorteil schaffen. Und zwar gehen wir mit ihr darauf. Weil High Ground mit Magier ist immer gut. Du bleibst gefälligst da. Schattenherz, ich will, dass du weggehst von den Wölfen. Ich trau dir nicht. Du hast doch nur bestimmt wieder Angst. Kannst du hier... Geh mal in die Ecke hier. Das passt. Lazelle, du bleibst vorne. Astarion, du gehst direkt gleich auf sie. Ich glaube, am wichtigsten ist es erstmal, sie loszuwerden, oder? Vielleicht kann sie keine Wache rufen, wenn wir den Angriff gut hinbekommen. Ich weiß nicht. Den Blitz heben wir uns mal auf. Das können wir nehmen. Da können wir sie und den Wolf direkt angreifen. Aber wir müssen uns dafür bewegen. Oh, das ist nicht gut. Wir haben doch viele von den Zaubersprüchen hier. Tote beleben können wir nicht machen. Wir haben hier nichts. Plage eine Kreatur mit ihrem schlimmsten Albträumen. Sie erleidet 4 bis 40 psychischen Schaden pro Zug und kann sich nicht bewegen. Das machen wir. Das machen wir bei ihr. Gut, wir haben jetzt keinen Schaden gemacht, aber sie hat immer den Fluch auf sich. Das ist gut. Das war wichtig. Und wir können direkt fast jemanden ganz töten. Das ist auch perfekt. Ja, Fehlschlag. Oh, Frosch, du auch. Frosch, greif an. Greif den Wolf an. Frosch gegen Wolf, wer gewinnt wohl? Ja, sie kann trotzdem die Waffen schnell rufen. Achso, ich sollte die übrigens speichern, das wäre vielleicht eine Idee. Und die Wachen kommen trotzdem. Der Hund ist furchtsam. Aber wir haben unsere Waffen noch, das ist das Wichtige. Glaube ich, dass alle noch da sind, oder? Es sieht jedenfalls so aus, dass wir keine Waffen verloren hätten. Hat sie Blutfußabdrücke hinterlassen? Was war das denn gerade? Sah ja eklig aus. So, wir können nicht gehen, ohne angegriffen zu werden. Also greif... Was ist denn das? Also, greif erstmal ihn an. Zweimal bitte. Und jetzt einmal schreien und sie angreifen. Und sie hat einen Fehlschlag. Ist nicht gut, aber egal. Wir können es trotzdem hinbekommen. Immerhin ein bisschen Schaden. Das ist okay. Und wir hauen ab von ihr, damit wir uns gleich um die Wachen kümmern können. Schattenherz. Kannst du... Ach, wir haben das gleiche, was sie eben bei uns benutzt hat. So, wir machen es bei den beiden. Sind ihre Waffe am Boden? Ach, das ist ja voll stark. Warum habe ich das vorher nie benutzt? Das merken wir uns. Das ist ja richtig stark. Das merken wir uns auf jeden Fall. Eine ist tot, ja? Oh, die hat einen Fehlschlag bekommen. Verdammt. Das war jetzt nicht gut, dass es ein Fehlschlag war. Ey, lass Lazelle in Ruhe, ja? Die brauchen wir. Kritischer Fehlschlag. Nice, Lazelle. Sehr gut gemacht. So, Astarion, bitte bring die einfach um. Einfach mal kurz. Oh, warte. Ah. Ich hätte einen anderen Angriff nehmen sollen. Dann hätten wir jetzt noch was machen können danach. Schade, aber kann man nicht mehr ändern. Oh, der Frosch kann nichts. Ich glaube, der hat Angst. Kann das sein? Ja, der ist furchtsam. Du hast meinen Frosch und meinen Hund umgebracht? Okay, von allen Leuten, die du hättest angreifen können, greifst du meinen Frosch an und meinen Hund? Du Froschhasserin? Frechheit? Grauenvolle Frau. Oh, ich will da nicht. Die sollen reinkommen bei uns, weil da hinten sind auch überall Krieger. Ich will nicht, dass wir aus Versehen die anderen Krieger auch auf uns aufmerksam machen. Ach komm, weich doch nicht aus. Immerhin einen Schaden. Der noch fehlt bei ihm. Aua. Konzentrier dich auf wen anders. Greif deine eigenen Leute an oder so. Einmal Heilung, das wäre gut. Hast du ein Leben? 21, das ist okay.
Tote wiederbeleben. Können wir Skelett und Zombie? Das ist zu weit weg da hinten. Da, falls wir mal näher rankommen, machen wir das. Mal sehen, ob das klappt. Wir haben noch unsere Geister, ne? Ja, die Schutzgeister. Die finde ich ganz gut. Und jetzt gehen wir nach vorne. Achso, du kannst nicht nach vorne gehen. Okay, dann bleib da stehen, wo du bist. Das geht auch, denke ich mal. Was hat sie für... Achso, sie hat keine Resistenzen. Also ist das egal, wie wir sie angreifen. Okay, das ist gut. Das gefällt mir. Ja, warum nicht? Wir nehmen jetzt mal den Blitz. Der war ganz stark. Ja, hast du doch 20 Schaden gemacht, ne? 29 war das? War recht viel. Das war gut. Make it hurt. Nice, Astarion. Du hast die fast umgebracht. Sehr gut. Ne, guck mal, wenn wir hier rausgegangen, hier sind ja überall auch noch Gegner. Das wäre nicht gut. Dann würden wir alle auf einmal bekämpfen müssen. Und ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Der wird angegriffen. Achso, Astarion. Nice, zweimal sogar Fehlschlag. Astarion, du Biest. Okay, ihr tut das ein bisschen weh, das ist nicht gut. Das ist okay, das ist okay, wir machen das. Du gehst einmal bitte auf sie zu und greifst sie an. Das war ein guter Treffer. Ey, absolute Profis hier alle. Und durchschnaufen. Bisschen Heilung ist immer gut. Okay, der da auf Boden reicht langsam. Können wir irgendeinen leichten Angriff nehmen, damit er einfach stirbt, ohne dass wir was tun müssen? Jetzt können wir wenigstens dran vorbei, aber wir können leider nicht mehr machen außer Heilung. Ich meine, Heilung brauchen wir eh, also von daher ist das gar nicht mal schlecht. So, zerbersten bringt uns nichts, dann treffen wir unsere Teammates. Einfach mal alles auf sie. Sehr gut. Wir haben sie. Fehlt nur noch die da hinten. Da können wir auch direkt... So, einmal. Ich habe gerade gesehen, das Gift war irrelevant. Das hätten wir gar nicht verkaufen müssen, denn wir konnten das ohne eine Aktion zu verschwenden benutzen. Hätten wir das mal vorher gewusst, hätte ich das Gift nicht verkauft, aber das ist auch nicht schlimm. Wir können die Händlerin jetzt im Prinzip umbringen, weil wir haben eh... Ich glaube, die ganze Krippe ist jetzt wütend auf uns. Wir haben immerhin deren Kommandanten umgebracht. Das ändert für gewöhnlich nicht so gut, wenn man so diesen Boss-Typen umbringt. Alles gut? Alles gut, perfekt. Na komm, du bist der bessere Krieger, Lazelle. Naja, weißt du was? Vielleicht auch nicht. Ich hab mich geirrt. Vielleicht bist du nicht der bessere Krieger. Okay, ich mach kein Sammeln, das brauchen wir nicht. Was kannst du hier benutzen? Du kannst eine Waffe mit einem Nachkampf nehmen. Vielleicht klappt das. Ja, vielleicht haben wir Glück. Es hat nicht funktioniert, aber wir haben Schaden gemacht. Was eigentlich auch schon reicht. Selbst einmal heilen. Ich finde unseren Platz mit unserem Magier super. Ich glaube, das war perfekt ausgewählt. Also wir haben nur noch einen und dann haben wir schon. Das geht ja leider nicht, aber wir können das machen. Nicht direkt tot. Ärgerlich, aber kannst du bitte bis näher kommen? Ich möchte nicht rausgehen aus diesem Raum. Jetzt hau doch nicht weiter ab. Ich will nicht aus diesem Raum rausgehen. Das endet nicht gut, wenn ich das mache. Geht das jetzt? Nice, sehr gut. Wir haben es geschafft. Das ist wahr, aber das ist auch egal gerade. Wir haben sie wenigstens getötet. Und wir haben die Rune, die wir eben gesehen haben, wie sie eingesetzt hat. Und ein neues Schwert. Das können wir direkt Lazelle geben. Ja, nice. Lazelle, du hast eine neue... Ein neues Spielzeug. Oh, es ist ganz schön groß, das neue Spielzeug. Viel Spaß damit. Können wir einmal kurz Rast? Ja, einmal hatten wir noch. Kann ich von der... Genau, von der hier hinten... Kann ich ihre Rüstung haben, bitte? Die hat nur eine Schlichtrobe. Die sah aber so schön aus. Schade. Aber ein Kurzschwert. Könnte Astarion das gebrauchen? Oder ist das schlechter als beides, was er hat? 3 bis 11. Und das, was da ist, ist auch 3... No, das ist 9 bis 17. Ohoho. Wir werden hier geupgradet. Das gefällt mir.
moving ahead. Wir müssen erstmal alles ausrauben hier. Ich hoffe, wir kommen später nochmal hierhin zurück. Außerdem sind das die beiden... Oh, das sind die beiden Hobbits, ne? Von vorne. Oh Mann. Die hätten echt versuchen sollen abzuhauen. Die sind so oder so tot, im Tod geendet. Ach, die Armen. Ah, das habe ich eben schon gelesen. Ist irgendwas Gutes drin? Nein. Wir schieben draußen Robin nachher aus, falls wir das können. Ich hoffe, weil ich möchte jetzt nicht weiter die Kämpfe führen draußen. Wäre vielleicht nicht das Beste. Wir looten nur einmal alle, die hier drin sind, erstmal. Da war eine Armbrust. Hat bei uns Schattenherz nicht gerade auch eine Armbrust oder hat sie keine? Nee, sie hat einen Bogen. Außerdem waren wir gerade überladen. Es war trotzdem gut, dass sie das zu geben. Ja, es wäre gut, trotzdem allgemein allen mal ein paar Sachen zu geben, denn wir sind gerade sehr überladen. Ich würde das gerne umteilen, dass wir das nicht mehr sind. So, wenigstens ein bisschen. Ist das okay? Niemand ist überladen? Okay. Speichern einmal und dann gehen wir auch mal da rein, würde ich sagen. Gegenstand einsetzen. Nach Wert. Oh, ich dachte jetzt, die Rune wäre wertmäßig ganz oben. Anscheinend nicht. Was ist das? Achso, der große Schmelzofen. Hä, wo ist meine Rune? Ich hatte sie doch. Das Neueste, da ist sie. Ich habe sie gerade komplett nicht gesehen. Who would be? Oh, it is you. Hallo, ich bin's. Make haste. We have business to conduct. Okay. Sehr schön. Können wir da reingehen? Kein Problem. Und ein bisschen Loot abgreifen auf dem Weg. Und ein Pilz. Gut, da hinten sieht man die kämpfen. Ich bin ziemlich sicher, wenn wir rauskommen, dass uns die restliche Krippe auch angreift. Auf jeden Fall wird sie das tun. Wo sie gerade sagt, der Ort ist unheilvoller als die Krippe. Ich stimme zu und ich glaube, bei den ganzen Statuen hier ist das am Ende ein nicht sehr angenehmer Raum. Zu denen wir müssen, weil das hier hinten kaputt ist, wie ich es gerade schon gesehen habe. Na toll. Und warum höre ich die nicht reden? Ich sehe doch Texte. Wir haben ein Färbemittel bekommen. Üppiges Weinrot. Sehr schön. Okay, naja, dann gehen wir einfach mal... in Kampfrichtung. Können wir... Ich weiß nicht, was uns erwartet. Sollte ich Tränke nehmen oder nicht? Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, was uns erwartet oder ob uns Rätsel oder sowas erwarten. Es wird schon passen. Es kommt bestimmt nichts Schlimmes. Hoffe ich. Ich meine, wir haben gesehen, dass da eben der Typ reingegangen ist. Also, der ist bestimmt nicht ganz so nett, um uns zu sprechen. Aber vielleicht können wir ja reden und überzeugen oder sowas. Oh Gott. Hallo? Neue Freunde und so? Wäre das gut? Our esteemed guest. Please approach. We have much to discuss. Hey, der will mit uns sprechen. Das ist okay. Das können wir doch tun. My Arden spoke of one of our kin that escaped a crashing Geik slave vessel. Chirai. Vlakith's justice in flesh. You have accomplished much, child. I am pleased to finally meet you. I heard enough druids died by your hands to make the deity Sylvanas himself weep. To business. I suspect you plucked something precious from the Geik ship. Something that belongs to us. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Alles, was in meiner Tasche ist, ist mein. Give it to me. Nein. Don't do it. The weapon is how I protect you. Keine Sorge, ich habe nicht vorgehabt, das irgendwem zu geben. Do not disobey the Inquisitor. Was? Nein, absolut werde ich das nicht geben. Das Artefakt hat uns bisher sehr viel geholfen. Das gebe ich doch nicht weg. Sterben wir nicht, wenn wir das weggeben? Dann kann es doch nichts mehr schützen vor der Kraft von der Absoluten. Artefakt herausholen. Wenn ich sie euch gebe, was bekomme ich dafür? Diese Waffe, was ist das für eine? Sollte euch die Gedankenschinder-Invasion nicht mehr zu denken geben, woher wisst ihr so viel über mich und ich kann nicht, das beschützt mich. Erstmal fragen wir, was ist das für eine Waffe? What business is that of yours? Suffice to say, my queen wants it. But know that you will have been instrumental in stopping the grand design.
Weißt du, ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Unterricht, was Verhandlungen sind und was es bedeutet, jemandem etwas abzuknöpfen, denn du kannst ja einfach sagen, gib mir etwas und dann, es geht dich gar nicht an, warum ich das oder was es ist. Könntest du es nicht einfach erklären auf die nette Art und Weise oder versuchen, mich zu manipulieren oder irgendwas und nicht so dumm sein? Die Gipfel Yankee sind echt dumm, also es tut mir leid, aber die sind wirklich ein dummes Volk teilweise. Die sind sehr, ich schlag dich, wenn du mir nichts gibst, anstatt zu versuchen, uns zu manipulieren, damit wir ihm was geben. Was ist denn der große Plan? Ich will wenigstens das wissen, okay? Vielleicht gebe ich es dir dann. Ich meine, ich werde es dir niemals geben, aber vielleicht. The grand design is what all Geek seek. The restoration of the Illithid Empire, which spanned the entirety of the multiverse. For centuries their elder brains sought to bring back their dominion. Every plot they hatched, we stopped. But now they are close to succeeding. Never before could they pause Seramorphosis. Never before could they let the infection spread undetected. You saw the thralls gathered on the Geek ship. Imagine that everywhere. Wants, needs, choice, all would cease to be. Everything rendered unto the Geek. So, the weapon. Please. Aber das, was er gerade gesagt hat, hat doch nichts mit den Geek zu tun. Das hat doch was mit den Eliten zu tun. Und die Waffe schützt uns doch vor den bösen Kräften von den Eliten. Wovon redest du? Nein, ich werde ihm das nicht geben. Oh, Lazell, nein. Ganz ehrlich, ich kann dich auch umbringen, wenn es sein muss, aber nein. Erinnert ihr euch an Sa-Satz? Ich denke mal, die Ärztin. Diesen Gist kann man nicht trauen. Folgt meinem Beispiel. Ich werde den rechten Pfad wählen. Wir behalten das Artefakt. Ja, komm schon, Lazell. Erinnerst du dich nicht an alle, die uns bisher betrogen haben? An die Kommandantin, an die Ärztin? Du kannst diesen Menschen nicht vertrauen. Na Gott sei Dank, wir können sie überzeugen. Gott sei Dank, eine schlaue Githyanki. Endlich mal. Wir behalten das Artefakt. Our fate is forged. Mother Gith, guide us. Your illustrious adventure ends here. Nein! Deins wird jetzt hier enden. Deins wird jetzt hier enden. Ich werde mich hier nicht besiegen lassen. Das kannst du vergessen.